Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich heute ganz, ganz doll. Es ist schon eine Weile her, das letzte Interview. Und vor allem, wo ich die liebe Silvia kennengelernt habe, ich möchte sie dir heute noch mal näher an dein Herz bringen, weil sie ist mir ganz nah an meinem Herzen. Ich liebe ihr Wesen, ihr So-Sein und auch ihr Wirken. Und das ist der Grund, weshalb ich heute mit ihr für dich spreche. Was die liebe Silvia ausmacht, damit du sie kennenlernen kannst und dich vielleicht auch von ihr inspirieren lassen kannst. Liebe Silvia, ich heiße dich herzlich willkommen in meinem Raum hier. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Jennifer, ich freue mich auch riesig, dass wir uns wieder treffen können hier und dass es diesen Rahmen hat. Darüber bin ich auch sehr dankbar. Ja, schön. Aber du strahlst schon wieder so herrlich. Also das ist eine deiner Fähigkeiten, die ich total mag, deine offene Art und Weise, deine Bereitschaft, allem zu begegnen. Und das ist, was ich war, nämlich, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, 2020 oder 21, keine Ahnung. Auf jeden Fall in deiner Transformationscoach-Energetikerin-Ausbildung. Und dort durfte ich dich kennen und lieben lernen. Und deine offene Art, für alles bereit zu sein und jedem und allem Raum zu geben, ist ein fundamentaler Aspekt, den du in deiner Ausbildung einfach durch dein So-Sein transportierst, der so wesentlich ist, wenn wir von Bewusstseinsentwicklung sprechen. Das ist der eine Aspekt. Was ist denn überhaupt möglich, mit Worten in der begrenzten Form darzustellen? Und da finde ich auch wichtig zu erwähnen, dass genau in deiner Ausbildung nämlich die Möglichkeit gegeben wird, zu erfühlen, zu erfahren, zu erleben, was hinter möglichen Worten und Konstellationen und Konstrukten noch da ist. Also deine Ausbildung war für mich einer der Meilensteine, gerade die Seelenreisen, ja, wo es für mich diese Welt zwischen dem Verstand und dem so wirklich Fühlen des tiefen Seins sich aufbauen durfte. Ich sage immer, wenn ich erkläre, was sind Seelenreisen, sage ich immer dazu, na ja, im Grunde ist es eine Geschichte, in die der Verstand eingeladen wird, wo er wirklich auch was zu tun hat und man auch also im Verstand wahrnehmen kann. Und gleichzeitig ist natürlich die Quellebene dort, wo Heilung auf einmal geschieht und ja, Selbstbegegnung. Genau, also im Grunde ist es eigentlich die Essenz auch dieser ganzen Ausbildung. Und du hast es eigentlich sehr schön schon formuliert. Die Absicht, die hinter diesem Raum steht, den ich eröffne, den ich anbiete, ist im Grunde, das Selbst zu erfahren. Ich sage ja auch neuen Quantensprünge in dein Selbst. Und das Selbst braucht nichts sagen. Es erfährt sich. Also, das ist ein Zustand, da fällt einfach, da spürt man, es gibt kein Problem mehr. Es ist einfach alles so, wie es ist. Aber man ist so weit und so frei in seiner Essenz und es kribbelt manchmal im Körper, man spürt vielleicht noch im Körper Resonanz, wie sich das alles so ausweitet. Aber der Teil, der das nie erreichen wird, der Verstand sozusagen, in der Ausbildung geht es im Grunde darum, den Verstand an die Hand zu nehmen. Ja, also wie auch immer, wo auch immer er sich verhakt hat, wo auch immer man noch in so einem, wie ich gerne sage, Opferland ist und sich in so einem kleinen Ich gefangen hält. Wie kann ich diesen Teil begegnen? Wie kann ich ihn abholen? Wie kann ich ihn aus seinem Versteck rausholen und ihn dahin bringen, nach Hause holen sozusagen? Und ihn nicht zu umgehen, ihn nicht wegmachen zu wollen. Kein No-Ego-Retreat, sondern ein Ja. Wo bist du? Du kleiner Teil, den ich damals abgespalten habe. Wie kann ich dich wieder nach Hause holen? In die wirkliche Sicherheit, in die innere Sicherheit holen, in die innere Freiheit, in das unermessliche Sein holen. Und das klingt jetzt irgendwie so vielleicht so ein bisschen spooky, aber im Grunde ist es ganz bodenständig. Es geht darum, zum Beispiel bei den Körperreisen, dass wir über den Körper schauen, wo sind Blockaden, ja, und auch das Thema, was dahinter liegt, zu erfahren. Und letzten Endes ist es kinderleicht. Ich habe das also mit Kindern in Workshops gemacht, in Schulen sogar, in der ganzen Schulklasse. Also für Erwachsene ist das oft viel schwerer als für Kinder, denn
da, also ist der Verstand eben schon oft so sehr als Manager des Lebens installiert, ja, dass es ein scheinbarer Kampf um Leben und Tod ist, manchmal sich auf diesen Weg nach Hause zu sich selbst zu begeben, da eben oft auch so eine ganz große, also fast eine Todesangst manchmal dann da ist vor einer radikalen Veränderung, ja, also einem kompletten Zusammenbruch, ja, und dass diese Angst eben zu einem Stolperstein werden kann. Und das ist das eigentliche Schwierige an so einer Reise nach Hause, ja, dass man Angst hat vor diesen großen Veränderungen. Aber die gute Nachricht ist, dass egal wie groß dein Thema ist und wie lange du schon vielleicht dich in diesen Kokon eingerichtet hast und überlebt hast, ja, es muss sich gar nichts im Außen ändern. Also es geht nur darum, dass erstmal dein Bewusstsein erwacht, ja, also dass du beginnen darfst, ja, alles zu durchströmen mit deinem Bewusstsein, zu durchleuchten mit deinem Bewusstsein. Und dann ist immer noch die Möglichkeit da, selbst zu entscheiden, wie sehr du noch an den alten Strukturen festhalten möchtest, ob das berufliche Strukturen sind, ob es private Beziehungen sind. Du musst dich nicht gleich scheiden lassen, nur weil du dir bewusst wirst, welche Funktion du vielleicht in einer langjährigen Ehe hattest und du merkst, das bist du nicht selbst, ja. Aber du darfst selber entscheiden, in welchem Tempo dann langsam dein weises, freies Selbst das Ruder übernehmen darf, ja. Die Menschen, die jetzt über Evolution Now dieses Interview, kurze Interview sehen, du bist jemand, der auf jeden Fall auf seinem Weg ist. Und diese Ausbildung kann dir dienen, Handwerkszeug für deine ganze Struktur, wie du programmiert wurdest, mit allen Begrenzungen, die du dir vorstellen kannst und auch nicht, umgehen zu können in Zukunft. Und das ist so wertvoll. Und das ist ja nicht nur ein Retreat, sondern eine ganze Jahresausbildung, wo eine Gruppe dabei ist, mit der man im regelmäßigen Austausch ist, wo man sich auch außerhalb treffen kann von den Seminarzeiten und das Ganze online. Ja, also es ist wirklich ortsunabhängig, völlig frei. Und Silvia, die Inhalte, die du vermittelst, ja, ich meine, ich bin natürlich von meiner Struktur her so, wie ich bin, und bei mir bleibt das, was mir dient. Und so, die ist ja so reichhaltig, diese Ausbildung. Also wenn du jetzt darauf eingehst, für wen du die Ausbildung machst oder was dein Wirken ist, was ist das, was durch dich kommt, bitte auch unbedingt mal so ein paar Eckpunkte noch dazu sagen, dass was wirklich praktisch, also dass der Verstand jetzt erstmal, der ja derjenige ist, der es beurteilt, sagen kann, oh, das ist interessant, das ist interessant und das ist interessant, das fände ich toll. Fangen wir mit einer der effektivsten und bahnbrechendsten Methoden an, das nenne ich die emotionale Reise, die Quelle. Ja, also für viele Menschen ist es, mit Emotionen umzugehen, schon mal eine große Herausforderung. Aber dass das Fühlen der Emotion selber, ja, das sich einlassen, das Wahrnehmen der Emotion und dahin durchsinken in eine tiefere Schicht der Emotion, eine andere Emotion, dass das die Lösung ist, ja, dass das der Heilmoment ist, dass die Sicherheit da ist, egal wie stark die Emotion ist. Und wenn es die schlimmste Angst ist, wenn es Hass ist, ja, wie heilsam ist es, den Hass einfach nur zu durchfühlen? Und ich kann wirklich aus meiner Praxis sagen, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand gestorben ist beim Durchfühlen der Emotionen, sondern dass es immer wieder kommen wir bei uns selbst an. Irgendwann ist plötzlich nur noch Licht da oder Freiheit oder Frieden oder Ruhe. Und wenn du das einmal erlebt hast, dann gewinnst du eine innere Sicherheit darüber. Und das ist ja eins der größten, sage ich mal, Widerstände für viele Menschen, dass sie ihre negativen Emotionen nicht fühlen wollen. Und es gibt gute Fragetechniken, die den Verstand abholen, ja, auch systemische Fragen, wo man auch nicht insistiert, wo man nicht von außen den Kokon versucht aufzubrechen, sondern wo man ganz sanft mit Fragen die Person einlädt, dass sie neugierig wird und von innen ihren eigenen Kokon aufbrechen möchte. Und genau. Das wollte ich sagen, Silvia, weil das ist nämlich deine wundervolle Qualität deines So-Seins, dass du in gewisser Weise lässt du nicht locker, ja, also du lässt niemanden einfach davonflutschen,
was automatisch passiert, weil unsere Strukturen so aufgebaut sind. Und dennoch ist es genau das schöne Bild, was du gerade beschreibst, die Einladung, es selbst zu tun. Und das ist so schön mit dir. Unbedingt. Alles andere, jede Übergriffigkeit wäre schon wieder ein nicht auf Augenhöhe sein. Und es geht ja darum, dass die Person die Erfahrung macht. Also auch die Teilnehmer die Erfahrung machen, dass sie es selbst können. Ja. Und dadurch öffnet sich natürlich auch ein Selbstvertrauen, ja, in die eigene Wirkkraft, in die eigene Fähigkeit, auch im Austausch mit anderen. Also auch wenn sie Methoden lernen, dass sie nicht von einem großen Therapeuten oder Guru begleitet werden, sondern dass sie einfach eine Methode anwenden. Das haben sogar die Kinder in der zweiten Klasse gemacht. Die haben plötzlich tiefe Heilprozesse bewirken können. Und das löst natürlich auch nochmal eine innere Sicherheit aus und einen Mut, der es natürlich braucht auf dieser Reise zu sich selbst. Wenn die Teilnehmer selber das erfahren, dann trauen sie sich das auch außerhalb der Ausbildung zu, wenn sie zum Beispiel später selber als Coach arbeiten wollen. Das ist auch sehr wichtig. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass man als Coach arbeiten wollen möchte, sondern es ist erstmal eine Reise zu dir selbst. Das ist ganz wichtig, dass du nicht gleich schon wieder als Therapeut denkst, sondern dass du dich einlassen darfst, dass du ganz klein sein darfst, ganz bei Null anfangen darfst, wieder und wieder. Und dass dieser Raum dafür da ist, dass du so da sein darfst, wie du wirklich gerade bist. Und es verändert sich plötzlich viel. Es öffnen sich neue Räume. Ich sehe mich und andere Menschen plötzlich mit ganz neuen Augen und nehme alles ganz anders wahr, eben aus einem viel freieren Bewusstsein. Und darum geht es letzten Endes. Es geht mir in der Essenz darum, Menschen näher zu bringen, was ist der Unterschied zwischen deiner Persönlichkeit und deinem Selbst, ja? Und dabei gibt es keine Grenzen. Also es geht nicht um Kinder, es geht nicht um Geschäftsmenschen, es geht nicht um Therapeuten, es geht nicht um bestimmtes Klientel. Das ist für mich eine Basis für alles andere. Egal, um was es dir in deinem Leben gerade geht, wo du gerade feststeckst. Alles fängt nämlich bei mir selbst an und bei der Frage, ja, bin ich das, was ich da tue? Bin ich das wirklich oder funktioniere ich noch? Ja, bin ich in einem Angstkokon und reagiere ich sozusagen noch aus einem Persönlichkeitsanteil? Und wir werden unseren Verstand nicht verlieren bei der Ausbildung. Wir werden den grundsätzlich auch immer wieder, wir werden immer wieder Themen haben. Also es ist nicht, geht nicht darum, unser Ego aufzulösen, hatte ich ja schon gesagt. Es geht nicht darum, etwas wegzumachen, sondern einfach diesen Perspektivwechsel und beides anzuerkennen. Ja, und auch wenn ich weiterhin aus Persönlichkeitsanteilen agiere, der große Unterschied ist, wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich es wählen, dann kann ich es bewusst wählen, dann kann ich auch bewusst wählen, von der Bühne mal runterzusteigen und selber Regisseur zu sein und selber meinen eigenen Lebensfilm sozusagen umzuschreiben. Ja, und darum geht es mir in der Essenz, ja. Sozusagen aus einer höheren Wahrnehmung, aus der sogenannten Metaebene, aus einem höheren Bewusstsein heraus, mein Leben wirklich zu leben. Und das ist möglich. Das ist möglich. Das ist meine Vision. Ja, das ist der Kern meiner Arbeit. Und ja. Ja. Ja, absolut. That's it. Ja, und wer jetzt noch Fragen hat, dem kann ich, können wir nicht mehr helfen. Schau, dass es passt für dich und melde dich zu dieser Jahresgruppe an, zu dieser Jahresausbildung. 9 Quantensprünge in dein Selbst. Ich bin berührt von jedem Moment meines Lebens und des Lebens anderer, wo ein Mensch sich, auch wenn es nur für eine Sekunde ist, dieser unendlichen Kraft, diesem Wasserfall, dieser unendlichen Liebe öffnet und den großen Zeh mal reinsteckt in diesen Ozean. Und ich wünsche es aus ganzem Herzen dieser Welt, jedem Einzelnen. Ich habe jetzt, seitdem du das PS beschreibst, Dauergänsehaut und dann kommst du auch noch mit dem großen C in diesen Ozean stecken. Das ist ja mein persönliches Erfahrungsbild, mein ekstatisches Sein wahrgenommen haben zu dürfen. Erstmals mit dem großen C in diesen riesen Ozean und das ist so BÄM. Danke. Ja, genau.
Danke dir, meine Liebe. Schön, dass du bist und dich zur Verfügung stellst, die Welt und die Menschen, ja, mit ihrem Bewusstsein zu reconnecten. Danke.